Der Privalo ist vorbei. Ob die Monika Kählin jetzt endlich runterfahren kann und sich entspannen kann, der Claude Keller will es wissen. Sorry, Monika. Sorry, Juli. Herr Reinspaziert, in die gute Stube. Und kennst du ja viel, ja. Gell? Du hast ja von mir gewünscht, dass ich dir weitere Tipps gebe zum Runterfahren, zum entspannt bleiben. Und darum habe ich gedacht, bevor wir das machen, möchte ich kurz quasi wie deinen Körper befragen, ich möchte deinen Herzrhythmus anschauen, dass ich dir auch ganz gezielt die richtigen Tipps geben kann. Interessant, ja. Vom Claude erwarte ich sehr viel, weil er hat bis jetzt mir die Tricks beigebracht, die mich nicht viel Zeit kosten, von Live-Events, von Fernsehsendungen und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr nützvoll. Mit dem Clip, da kann ich dir den Puls messen. Und zwar, ich tue dann nur das Ohr und dann ist das schon alles. So. Jetzt würde ich dich bitten, dass du an etwas denkst. Vielleicht die Arbeit, die kommt in den nächsten Wochen, oder etwas, was dich ein bisschen stresst, ein bisschen Sorgen macht. Haufen Bütz, ja. Stress hat Monika ja wahrlich genug. Still sitzen und ruhig sein ist hingegen eher eine Seltenheit. Also, jetzt wäre deine Aufgabe, dass du einfach möglichst bewusst und lang ausschnaufst. Und während dem Ausschnaufen würdest du deinen Schultern quasi erlauben, dass sie sich gehen dürfen. Beim Ausschnaufen, ja, genau. Super, das wären die 5 Minuten schon gewesen. Ist das lang vorgekommen? Das ist gegangen. Nein. Ja, manchmal, wenn träume gern zwischendurch. Ja, ich träume. Super. Kann ich dir gerade das Resultat zeigen? Das hier ist die Frequenz von deinem Herz. Da habe ich dir gesagt, du hast etwas überlegen, das dich stört oder dich nervt. Ich sehe, mal, zack, geht es gerade in die Höhe. Ja, logisch, die Arbeit, die liegen bleibt. Ja, ja, genau. Oder? Wenn wir gestresst sind, dann hat der Herzrhythmus ein gewisses Verhalten. Und das ist anders, als wenn wir entspannt sind. Und genau das habe ich angeschaut, das Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung. Dann haben wir hier noch den Bereich gemacht, wo man bewusst, vor allem da, wie du siehst, wo du auf die Atmung dich konzentriert hast, ist auch sofort regelmässig geworden. Und da beim Ausschnaufen, wunderbar, das ist riesig. Da reagiert dein Körper extrem entspannt. Das wäre also das Optimale. Also, dass du über den Tag verteilt einfach bewusst immer ein bisschen innehaltest, ausschnaufen, die Schulter gehen. Ja, schön. Also das haben wir sehr schön gefunden und aufgrund von dem können wir jetzt die eine oder andere Übung machen. Gut, super. Wir haben ja gesehen, den Zusammenhang von Denken und Entspannen, respektive Denken Stress. Etwas, das man nicht denken könnte, ist Geinen. Mach ich vor dem Auftritt immer Geinen? Ah ja. Ist richtig? Siehst, merkst du es? Geht? Ja, ist perfekt. Ich muss einfach. Nichts kommt von selber. Vor dem Auftritt mache ich es ja schon, den Geinen automatisch, ohne dass ich es merke. Ich singe auch, ich tue richtig schnaufen. Aber am Tag, am Computer oder ans Telefon kommt, das mich aufregt, dann ist es anders. Und dann habe ich das lernen und ich tue es auch anwenden, was er mir beibringt. Und das nützt. Das nützt schon enorm, ja. Ach, ich schrecke dich zu, genau. Oh, das wunderbar, das mache ich jetzt immer. Sehr gut, genau. Dann ist man wieder bei sich. Jawohl. Dann ist man wieder geerdet und man ist entsprechend entspannt. Darum das einfach mehrmals machen, das ist eine gute Sache. Ja.